So, dann gehen wir hier mal rundherum. Um diese große Schlucht rum. Komm her. Weißt du, wie die auch immer wieder hier davonlaufen wollen, diese Gegner, ne? So. Gut, da ist ein kleines Loch in Form von Japan. Ist okay. Ah, da ist noch ein kleiner Mini-Dungeon. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich mit. So. Abscheuliche Höhle, Ebene 1. Gott sei Dank, es ist eine Höhle. Oh, gute Gegner. Also theoretisch gute Gegner. Aber so gut waren die jetzt auch nicht. So. Bin ich ja gespannt, was wir hier schon was finden. Ein Steinhaufen. Natürlich tote Abenteurer, ist klar. So. Zack und zack und ich wollte zack machen, genau, schön. Kisten. Was, Handtüter? Was war denn das jetzt? Oh, seltene Faustwaffe. 149 Geschicklichkeit. Ich glaube, 7 und 7 ist 100. Ja, da komme ich aber mit 2. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so recht. Ich meine, Geschicklichkeit hätten die schon gut. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich die brauche. Nee, ich bleibe jetzt sowieso wieder bei 200. Und wenn ich eine Einhandwaffe über 100 habe, dann werde ich die, glaube ich, dann nehmen. Ja, so machen wir es. Also da hinten. Ach, du gehst einmal rundherum. Ja, ist okay. Hallo. Zack, zack. 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 Ach, wir haben schon wieder so viele Gänge. Unendliche Gänge. Larvensäcke, die wir einfach kaputt hauen. Ekelhafte Schleimspucker. Und was noch? Eine Kiste. Hey, Kiste eröffnet. Wow, Gold. Super. Dum, 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 dum. Wahnsinn, schon Level 35. Ja, da kommt eine kleine Spinne raus und sobald sie rauskommt, auch gleich wieder tot. Ja, weil meine Aura einfach tödlich ist. So, okay. Heieiei. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was wir hier Tolles finden werden. Ob sich's auszahlt oder nicht, mal gucken. Oh, das Ding lebt dann, aber was ist denn da los? Boah, jetzt wäre ich schon so froh gewesen um eine Sackgasse, aber nee, natürlich leider nicht. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich ist ja dann genau der Weg nach unten. Es gibt ja sicher eine Ebene 2. Ja, war klar. Hallo, Ebene 2. Leider habe ich hier in Ebene 1 noch ein paar Dinge nicht mitgenommen. Warum kann ich noch nicht in Ebene 2 runter? Weil ich noch 2, 3 Wege nicht erforscht habe. Und mein innerer Monk sagt, ich muss das erforschen. Wie zum Beispiel das. Ah, da oben. Da war der echte Weg. Ach, überall diese ekligen Larven, die ich irgendwie aufhauen muss, ja. Obwohl da eh nichts drinnen ist. Oh, guck mal, das sind doch Spinnen. Und so ein Wurm. Ja.
Und wieder ein toter Abenteurer, den muss man natürlich schon mitnehmen, das ist klar. Und ein toter Dorfbewohner, was ist da sonst noch so zu finden? Ein toter Eisenwolf. Okay, also das hier zahlt sich dann quasi gar nicht aus. Offensichtlich, ja. Bis auf die paar Elite-Gegner, wobei da geht ja noch ein Gang runter. Ist ja nicht so, so die Spinne, die soll mich mal kurz verfolgen. Okay, da geht kein Gang runter. Gut, also das hat sich jetzt leider genau überhaupt nicht ausgezahlt. Kann leider auch passieren. Aber dann schnell zu Ebene 2. Wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Ach Gott, ich glaube, ich soll mein Inventar auch mal entleeren. Was ist denn das? Magischer Kraftstein. Achso, das ist für den Kopf. Erhöht Schaden von explodierender Hand. Magischer Daibo, ja, brauchen wir alles nicht. Magisches Pylakterium für Totenbeschwörer, okay. Keine Ahnung. Ja, ich muss dann, also ich hoffe, dass ich Ebene 2 noch schaffe und dann geht's nochmal zurück kurz ins Dorf. Wieder alles ausräumen. Ich glaube, diesmal verkaufe ich wieder. Obwohl, ich habe jetzt was Legendäres bei, oder? Ja. Ich habe was Legendäres mit, also wahrscheinlich werde ich doch eher zerlegen. So, Ebene 2. Ich wäre sehr froh, wenn der Gegenstand, den ich hier finde, gleich mal am Anfang wäre. Schauen wir mal, ob mir das Spiel den Gefallen tut. Wahrscheinlich ja nicht. So. Oh, guck mal. Die spalten sich alle. Sehr schön. Das mag ich, weil das ist nicht der Massaker-Damage. Ja, wunderbar. Ja gut, so arg war das jetzt doch nicht. Meine Schritte werden ausgreifender. Eine neue Stufe gelernt. Das ist ja schön. Schauen wir gleich, was wir Schönes können. So, primär tödliche, lähmende Woge. Haben wir jetzt drosende Woge. Jeder getroffene Gegner erzeugt zusätzliche Geisterkraft, wandelt den Schaden von lähmende Woge in Heiligschaden um. Nee, ich möchte eher meine dritte behalten, weil die gefallen mir eigentlich ganz gut. So, reißender Wind. Da haben wir explodierende Hand, was Neues. Drohendes Verhängnis. Explodierende Hand lässt Gegner nicht mehr bluten. Wenn ein Gegner jedoch stirbt, während er von explodierender Hand betroffen ist, explodiert er und verursacht erheblichen Kälteschaden. Nö. Und Mantra der Überzeugung, was haben wir da? Mantra der Vergeltung, Übertretung. Passiv erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von euch und euren Verbündeten. Nö, brauchen wir auch nicht wirklich, obwohl das wäre gut, aber wobei ich mein aktuelles Mantra auch ganz gut finde, weil das zerstört halt auch, also es gibt Schaden und das zerstört die Gegner dann alle recht schnell. Also alles in allem bin ich mit meiner jetzigen Konfiguration eigentlich ganz gut glücklich. Ach, eine Sackgasse, bin ich froh. Von den ursprünglich 427 Kreuzrittern, die im Osten verschwanden, verbleiben 341. Wollen Sie noch immer Ihren Glauben wiederherstellen? Wie werden Sie darauf reagieren, dass die Ursprungsstadt Ihres Kreuzzuges zerstört ist? Werden Sie gen Westen nach Westmark weiterziehen? Ich kann nicht mehr tragen. Was bedeutet Ihre Rückkehr? Gut, jetzt muss ich in die Stadt. Ach Gott, hör auf, blöder Wurm. So, das ist eher das Zeug, was wir nicht brauchen. Oh, magische Speereinhand. Ja, braucht kein Mensch. So, kurz zurück in die Stadt. Ich kehre in die Stadt zurück. So, wir hatten gesagt zerlegen, oder? Ja. Neue Waren. Seht sie euch an. Nö. Ihr werdet nicht enttäuscht. Nö. Muss ich nicht. Muss ich nicht wirklich. So, einmal kurz alles zerlegen. Oh, wir haben 5 makellose Rubine erhalten. Ja, ich will das wirklich zerlegen, danke. So. Mal wieder einen Haufen Geraffel und gleich mal wieder alles reparieren. So. Gut, wir haben jetzt echt schon auch von den guten jetzt echt viel. Von den guten Diamanten. Also von den guten Steinen. Was haben wir da jetzt bekommen? Ja, eine 200-Axt brauchen wir sowieso nicht. Seltener Kraftstein regeneriert 200, erhöht Geisteskraftregeneration plus 7 maximale Geisteskraft. Nee, haben wir keine Geschicklichkeit drauf. Geht leider nicht. Die wären gut. Ja, die sind gut. Sehr schön. Die nehmen wir. Denn mehr Geschicklichkeit bringt immer was. War es das jetzt schon? Nee, da ist noch so ein Ding. Oh, 8 Gegenstände zerstört. Juhu. Boah, wir sind viel schneller, weil wir 8 Gegenstände zerstört haben.
Das ist jetzt auch so ein Ding irgendwie, wenn man 8 Gegenstände zerstört. Oh, 7 Gegenstände zerstört. Sind wir nochmal schneller? Wow. Dass man da schneller wird, das ist irgendwie so komisch, ne? Aber ist halt so. Ach, da, okay, das war schon das Ende. Gut, bitte raus da wieder. Ganz schnell, danke. So, wo sind wir denn hier jetzt? Gut, wir müssen da nach unten. Zum Glück sind wir jetzt auch schneller, weil wir Gegenstände zerstört haben. Boah, richtig schnell nämlich. Juhu, ich laufe ganz schnell herum. Yay. So. Eine Kiste. Gut, also da in der Mitte ist offensichtlich eh nichts. Außer ein riesengroßes Loch. Toll, die sterben schon, wenn ich mich ihnen nur nähere. Diese Gegner sind echt lustig. Das sind Gegner nach meinem Geschmack. Ja, die wissen einfach, was sich gehört. So, gut, dann haben wir ja alles erforscht. Sehr schön. Hier mit der Schnecke da oben. Cool. Gut, dann würde ich sagen, geht's ab hier weiter. So. Ich versuche jetzt mit einer Hand hier ein bisschen zu trinken, weil sonst trocknet mir mein ganzer Mund aus. Gut, ging eigentlich ganz gut. So. Ja, dann würde ich sagen, da geht's weiter, oder? Hier ist der Eingang zu meinen Archiven. Lasst mich das Portal aktivieren. Ist doch schon aktiviert. Ja. Aber da ist noch ihr Tagebuch eines Jägers. Nehmen wir natürlich noch mit oder auch nicht. Okay, nehmen wir nicht mit. Gut. Ich musste all dies für meine Forschung und meine Experimente erbauen. Der schwarze Seelenstein war eine komplizierte Schöpfung. Ich musste viel dafür opfern, ihn herzustellen. Okay. Ja, gut, aber du hast ihn hergestellt und jetzt können wir ihn verwenden, oder wie, oder was ist jetzt das Ziel? Oh, guck mal, uralte Urnen, die müssen wir natürlich kaputt hauen. So, ein Wegpunkt. Was? Wie ist es euch gelungen, vor uns zu erscheinen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wüstscherei gestohlen. Ich habe... Was ist jetzt schon wieder? Ach, komm. Ja, wenn du nicht mit mir reden willst, komm, ist egal. Der Terminus. Unter diesen Portalen befinden sich zwei Relikte, die einst von meinem Blut betrieben wurden. Nehmt die Fiolen, die ihr gefunden habt, und aktiviert mit ihnen die Relikte. Ich werde hier bleiben und das Ritual vorbereiten. Seid vorsichtig. Ja, Lea, ist okay, dann bleibst du eben hier und ich gehe wieder in Portale rein und mache irgendwelche tollen Sachen. Die fremden Tiefen. Engel sind nicht besser als Dämonen. Wusstet ihr, dass sie einmal darüber abgestimmt haben, die gesamte Menschheit zu vernichten? Nur eine Stimme hat unsere Art vor der Vernichtung bewahrt. Tyrael. Es muss Tyrael gewesen sein, der uns gerettet hat. Ja, was auch immer er noch sein mag, er ist der Aspekt der Gerechtigkeit. Und an Ausrottung ist nichts gerecht. Gut. Also weiter. So. Zack. Ja. Ein paar Gegner wirft uns jetzt noch irgendwie entgegen, aber das scheint jetzt nicht so tragisch zu sein. Ist das ein gerader Weg? Das wäre schön, wenn der einfach gerade bleiben würde. So, das ist eine schöne Kiste noch mit ein bisschen Gold. Oh, und ein paar Toxinwesen. Ach, hey. Ja, die haben ja alle keine Kraft gewesen. Das ist keine gute Herausforderung. Komm, das ist ja gar nichts. Das ist ja Kindergeburtstag. Hey! Nee, es geht natürlich nicht nur geradeaus weiter. Boah, das wäre ja zu schön gewesen. Oh, Urnen. Juhu, alles kaputt hauen. Da. Ihhh. Bluturnen.
Ja, es sind wie die Sandtempel. Nur ein bisschen schöner. Hat nicht alles so kaputt. Ja, ist eh klar. Ich habe mich schon wieder zu früh gefreut. Ah, Schriftrollen, juhu. Achso, die verbrennen alle, okay. Das war nice, warum sterben die nicht? So, der macht uns zum Sterben. Der steht auch der Steinhiese. So. Eure Schwächen sind offenbar. Oh, Massaker, wunderbar. Gut. Nein, da unten haben wir ein kleines Fleckchen nicht aufgedeckt. Ach hey, da müssen wir nochmal runter. So, jetzt passt. Gut. Mein innerer Monk wieder. So. Die Kristalle, okay. Aber irgendwie ist der Weg trotzdem linearer hier. Also das ist jetzt nicht so, zumindest bis jetzt noch nicht so wirklich labyrinthartig. Ich hoffe nur, ich verschreie es jetzt nicht und es wird dann wieder alles labyrinthartig. Oh, oh, Massaker. Sehr schön. Wow, ganz viel Gold. Wo kam denn das her? Oh, die kann ich kaputt hauen. Flupp. Ach so, da kann ich rüber. Okay. Sollte ich vielleicht nochmal kurz ins Inventar gucken? Jetzt haben wir schon wieder so viel goldenes Zeug gefunden. Seltener Beinschutz. Geschicklichkeit. Ja, der wäre besser als mein aktueller, oder? In meinem aktuellen haben wir sehr viel Geschicklichkeit drin, aber komm. Bis an die Zähne bewaffnet. Bannerverzierung. Okay, das müssen wir auf jeden Fall zerlegen. Das ist wichtig. Ja, komm, da ist mein aktueller. Also das ist der passt schon. So, 99 Geschicklichkeit, 92 Vitalität, erhöht den Schaden von Schlag der 7 Fäuste. Okay. Ja, aber die andere ist so gesockelt. Nee, komm. Packen wir nach unten. Den minderwertigen Stab sowieso. Magischer Schulterschutz. Ja, aber hat keine Geschicklichkeit. Kann ich nicht nehmen. So, passt. Oh, Urne müssen wir natürlich schon bekommen, das ist klar. So, Schwubbel, 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 Schlag. Das war ein guter Treffer. Genau, sag ich auch immer. Haben wieder 15 getötet. Ach, die dürfen da einfach durch? Kann ich da auch einfach durch? Oh, ich kann da einfach durch. Ich dachte, das ist eine Tür, die mich am Durchgehen hindert. Aber offensichtlich ja doch nicht. Toll, ich glaube, jetzt wird es labyrinthartig, der ganze Spaß, oder? Ja, ist eh klar. Verdammt. Ich dachte mir, das bleibt jetzt einfach mal ein bisschen gerade liegen. Natürlich nicht. Okay, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, oder? Bitte lass es nicht schlimm labyrinthartig sein. Ja, es ist zwar die große Stärke von Diablo, dass das alles random und trotzdem so verwinkelt ist, aber ich muss sagen, das finde ich... Ja, das macht es irgendwie schon ein bisschen... Ich weiß nicht. Ist schon cool, aber irgendwie auch nicht. Ja, irgendwie... Spürt die Faust. Aber das hatte ich eh am Anfang schon erwähnt. So, dann machen wir wieder ein bisschen Strobel. Das haben wir eh schon länger nicht mehr. So, eine... Oh, die uralten Folianten müssen wir natürlich zerhauen. Das ist klar. Können wir das hier, die uralte Bibliothek... Nee. Oh, schon wieder eine Kiste. Was ist hier? Warum sind hier so viele Kisten? Oh, da greifen wieder welche an. Und ich habe einen orangen Gegenstand bekommen hier. Sehr schön. Sollten wir uns vielleicht nachher dann gleich mal angucken. Wenn wir das Massaker durchmassakriert haben. Kommt nichts mehr. Schade. Okay, gut. Was haben wir da für einen schönen orangen Gegenstand bekommen? Ah, schon wieder so viel Zeug. So, plus 107 Geschicklichkeit, plus 92 Vitalität. Der hatte mehr Rüstung und mehr Geschicklichkeit. Ja, komm, den packen wir rein. Zack. Können wir halt nicht sockeln, aber ist egal. So, magische Stiefel. Ah, nee, ich kann nicht zwei gegen... Nee, das geht nicht. Komm, lass mal... Tun wir auch runter. So, den...
163, der wäre stärker als meiner, hat aber keine Geschicklichkeit drauf, also geht nicht. So, magischer Beinschutz hat keine Geschicklichkeit drauf, das werden wir gleich mal identifizieren. Oder komm, machen wir gleich. So, plus 125 Geschicklichkeit, plus 118 Vitalität. Kritische Trefferchancen haben wir beim neuen nicht, aber der ist sonst auf jeden Fall überall besser. Warum nehmen wir den auch? Schön. So, den nehmen wir auch, weil der ist auch viel besser. Ach hey, da haben wir ja richtig viel tolle neue Sachen. Das ist ja, das gefällt mir gut so. So,